Alle Leute, hier ist Luke Skywalker. Wer Inside PlayStation nicht guckt, ist Fan von Jar Jar Binks. Tja. Wir hatten ihn vor der Kamera. Den Mann, die Legende, die Stimme. Hans-Georg Pantschak. Auch wenn ihr seinen Namen nicht kennt, kennt ihr sein Organ mit Sicherheit. Er ist nämlich einer der bekanntesten Synchronsprecher Deutschlands und leiht unter anderem Waylon Smithers aus den Simpsons seine Stimme, sowie, natürlich, Luke Gottverdammt nochmal Skywalker. Auch in Star Wars Battlefront wird er zu hören sein. Wir haben die Gelegenheit genutzt und ihn mal ein bisschen ausgequetscht zu seiner Arbeit als Synchronsprecher und sein Verhältnis zu Star Wars. Reicht euch das? Wenn Sie jetzt sagen, ich bin Luke Skywalker, Bin ich ja nicht, ich bin die Stimme. Höchstens, die Deutsche. Die deutsche Stimme von Luke Skywalker. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass so absolute Star Wars-Fans schon so ein bisschen kollabieren, wenn sie das hören. Also kriegen Sie das manchmal mit, dass das Leute, die das vielleicht jetzt nicht direkt wissen von Ihnen, wenn sie das erfahren oder merken oder hören, dass sie dann so ein bisschen komisch reagieren? Ich habe ein kleines Beispiel, wenn ich dich, Wolf, unterbrechen darf. Ja. Ich habe für so eine Montessori-Schule so ein bisschen Coaching gemacht für die Achtklässler, die irgendeine Abschlussarbeit machen mussten. Und dann kam ich so dahin, den Tag, das ist der Pantschak und der wird euch ein bisschen was erzählen. Und das waren alles so 14-Jährige, die da so, und keiner hat hingeguckt und so. Und ja, also Georg, kannst du dir mal vorstellen? Dann habe ich gesagt, ja, bin Schauspieler, Dings, haben sie ganz kurz geguckt. Dann irgendwann kam das eben auch und dann habe ich gedacht, jetzt musst du mal hier irgendwas bringen. Habe ich gesagt, deutsche Stimme von Luke Skywalker. Wuff! Das flasht mich jetzt total! Also das war dann die Reaktion. Also das ist heute noch immer irgendwas sehr Besonderes. Und also freut Sie das oder sind Sie daran gewohnt oder finden Sie das ein bisschen komisch? Ich finde es witzig. Also was mich immer erstaunt, sind die Fans, die die Stimmen so gut erkennen können. Also ich erkenne oft Kollegen nicht, weil ich auch ganz naiv mir irgendeinen Film angucke und irgendeiner sagt, das war ja der und der, sage ich, ach ja, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Und ich spreche zum Beispiel bei den Simpsons den Smithers. Der hat in dem Kinofilm einen Take im Nachspann. Und immer wenn wir so 13 Folgen aufnehmen, dann ruft mich der Aufnahmeleiter an und sagt, pass auf, wir haben wieder 4 Takes oder 8 Takes. Und man sagt, das kann sich ja keiner merken. Und die Leute auf der Straße, weil ich nicht mehr so viel drehe wie früher, als ich noch Derek und Alte gedreht habe, die sagen sie immer, ihre Stimme, sind Sie der Smithers? Sag ich, wie können die Leute das, der sagt in jeder dritten Folge 2 Sätze. Wie können die sich das merken? Also wie können die das hören? Es ist für mich ein absolutes Rätsel. Na gut, aber Sie haben ja auch eine relativ markante Stimme. Deswegen wären Sie ja unter anderem auch für Smithers und Luke Skywalker besetzt. Na doch. Nee, ich glaube, wenn dann ist es eher die Adaptionsfähigkeit. Also dass man sich auf eine Figur einstellen kann. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum man mich engagiert. Also ich habe eine relativ helle, junge Stimme für mein Alter. Und das kann sogar zu Problemen führen. Also ich habe mal so eine Serie jetzt gemacht, wo dann die Regisseurin irgendwie sagte, sie findet es jetzt gar nicht gut, dass ich jetzt also diese Rolle bekommen habe, weil ich würde den jüngeren Kollegen die Rollen wegsprechen. Ich sage, hallo? Das ist ja quasi auch ein Kompliment. Die Stimme hat sich gut gehalten, ich weiß, ist aber noch jung. Das war witzig. Aber also, das nervt Sie jetzt nicht, wenn jemand Sie sieht und denkt, das ist Luke Skywalker oder das ist Smithers. Also nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich trage es nicht vor mir her, ich erzähle es nicht freiwillig oder irgendwie sowas. Wenn mich jemand darauf anspricht, dann sage ich es halt. Bis auf diese Geschichte mit der Montessori-Schule. Da habe ich es mal gezielt eingesetzt. Ja, okay. Luke Skywalker ist natürlich, also popkulturell ist es schon eine Ansage. Wie ist es denn jetzt in der Situation, Luke Skywalker nochmal sprechen zu dürfen? Ist der Druck gewachsen, weil Sie glauben, jetzt werde ich noch feiner gehört? Nee, überhaupt nicht. Also dazu macht man einfach den Beruf zu lange. Man geht auch gar nicht so vorbereitet, wie sich manche Leute das vorstellen, in so eine Sache rein. Aber das ist interessant, das wollte ich nämlich ohnehin noch fragen. Also ich habe zum Beispiel in diversen Making-ofs gesehen, dass manchmal bei großen Hollywood-Produktionen die Sprecher teilweise nur die Lippen sehen, dass der Bildausschnitt so extrem rangezoomt wird, dass sie sonst auch nichts sehen. Aber Sie haben wirklich gar nichts gesehen. Gar nichts. Und wenn wir sowas wie Herr der Ringe oder sowas aufnehmen, dann hatten wir ein graues Bild mit so einem Querbalken drüber, 20th Century Fox oder ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Und dann steht drauf irgendwie gestohlen bei FFS und dann noch der Produktionsleiter noch dahinter oder Geschäftsführer, damit die Leute sofort verfolgen können, wenn irgendwas im Internet auftaucht, wo das herkommt. Und deswegen, wir sehen also im Grunde, die Cutter sind oft verzweifelt, weil das kommt nachher natürlich in 4K irgendwo auf so einer Leinwand, wo du jeden Pixel siehst und wir sehen Soße, wirklich Soße. Und wir können eigentlich nur versuchen, ein bisschen nach dem O-Ton zu gehen, dass wir da ungefähr drauf sitzen und die Cutter können jetzt natürlich auch reinschneiden. Jetzt mittlerweile, früher war das ja nicht möglich analog, aber heute digital kannst du ja
sag ich mal, um 15 oder 20 Felder kannst du ja verschieben, ohne dass sich der Duktus ändert. Früher wäre es gar nicht gegangen, da wäre die Stimme, wenn man es langsam abspielt, höher geworden oder tiefer. Hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Sie einen fertigen Film gesehen haben, bei dem Sie zum Beispiel vorher das Bild nicht sahen und dann erst im Endprodukt gemerkt haben, das hätte ich dann eigentlich anders gesprochen, wenn ich das Bild dazu gehabt hätte? Also gibt es manchmal diese Momente, wo Sie auch denken, so, ach, warum hatte ich denn das Bild dazu nicht, wenn ich das gewusst hätte? So oft ist das ja nicht, das ist bei den Blockbustern. Und bei normalen Produktionen sehen wir alles. Das ist jetzt also nicht das Problem in der Masse. Es sind vielleicht 5, 6, 7 Filme in 5 Jahren, wo das also vorkommt bei Cars oder großen Disney-Produktionen. Ansonsten sehen wir ja alles. Ja. Und was viel lustiger ist, ist, dass man manchmal da sitzt und sagt, der klingt wie du. Und dann nach einer Weile sagen, das bist du. Und dann sagen wir, wann war denn das? Ich kann mich an nichts erinnern. Und das ist eine Hauptrolle. Das ist mir einmal passiert, wo ich wirklich bis zum Schluss den Film geguckt habe. Ich war es definitiv. Und ich konnte mich meinem besten Willen nicht daran erinnern, den aufgenommen zu haben. Wir machen halt in der Woche 3, 4, 5, 6 Produktionen oder... Dann machst du eine Werbung zwischendurch und oft kommen Leute und sagen, du, ich habe dich gehört als Anwalt in CSI. Also, ja, wir wissen oft gar nicht mal, welche Serie das ist, wo wir reden. Okay, also Sie sind nicht so, dass Sie nach einer fertigen Produktion sich hinsetzen und das dann quasi einmal mutieren. Und dann wieder... Das war wirklich, als ich anfing in den 70er Jahren, war es so, wenn man eine Hauptrolle als junger Mensch in irgendeinem Kinofilm sprach, das war meistens die BSG in Berlin, die sowas aufgenommen und produziert hat, Svens Lüdicke, dann hat man teilweise sich den Film vorher angeguckt. Das ist heute... Vielleicht noch bei Indiana Jones oder sowas, wenn dann, ich weiß nicht, Harrison Ford, wenn Wolfgang Pampel, dann, ich weiß nicht, ob der das dann sehen darf, ich weiß es nicht. Ja, okay. Nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die eigentlichen Arbeitsbedingungen. War das denn früher bei den Original-Krieg der Sterne-Teilen, als Sie auch schon Luke Skywalker gesprochen haben, war das auch schon so, dass Sie noch keine Szenen gesehen hatten? Nein, es gab kein Internet. 1972 gab es kein Internet, es gab keine Verbreitung in dem Sinne, es hätte Raubkopien geben können, die wären Klatschkopien gewesen mit Rauschen und ich weiß nicht was, das hätte man gar nicht verkaufen können. Und deswegen gab es das Problem nicht. Was sich tatsächlich geändert hat, ist die Tatsache, dass wir früher gemeinsam am Mikrofon standen. Das tun wir heute nicht mehr, wir sind geixt, nennt sich das, das heißt also jeder macht seine Rolle alleine. Es gibt ganz, ganz selten Ausnahmen, wo zwei Leute zusammenarbeiten. Ich habe ein Hörspiel auf CD gemacht, habe ich dann eine Belegkassette bekommen und stelle dann fest, dass ich mit meinem Sohn als meinem Assistenten rede, der in Berlin lebt, ich lebe in Bayern. Und dann hörte ich auf der Kassette, auf der CD, dass wir beide miteinander sprechen. Aber ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass er die Rolle gemacht hat. Und das ist schon witzig. Und das wird so gemacht aus Zeitgründen vermutlich? Zeitgründe, es ist bestimmt ein Hauptgrund. Es ist heute einfach möglich. Es ist einfacher zu disponieren und der Regisseur oder wer auch immer hinten sitzt, hört ja immer, was der andere gemacht hat. Und kann dir im Notfall eben sagen, du geh ein bisschen leiser rein, weil wenn du sagst, wo warst du denn gestern? Und der andere sagt dann, ich war im Kino. Dann denkt man, die reden nicht miteinander. Und deswegen, dann muss man sagen, wo warst du denn gestern? Und sagt ja, du, ich war im Kino. Dann hat man so den gleichen Level. Oder man sagt, ich habe dein Auto gesehen. Und dann sagt er, nee, der hat Auto schon gerade vorher gesagt. Du musst, ich habe dein Auto gesehen. Also solche Dinge, das wird dann manchmal angewiesen, weil eben der Regisseur alles hört. Und früher war das nicht möglich. Früher war das alles analog. Da waren die Takes wurden in Schleifen geschnitten und so. Also das muss man ja gar nicht erzählen. Es war lustig. Es war lustig. Ich wollte gerade sagen, es klingt so, als wäre es damals ein bisschen spaßiger. Es war gemütlicher. Wir haben beim A-Team zum Beispiel, im A-Team wurde aufgenommen in München die ersten 50 Folgen bei der Degeto. Dann hat RTL gekauft und dann wurde die Serie in Berlin weitergemacht, auch aus Kostengründen, soweit ich weiß. Und wurden wir alle natürlich umbesetzt. Aber es war G.G. Hoffmann, der mal den Sean Connery gesprochen hat. Der machte die Regie. Elmar Wepper sprach Face, also bekannte Leute. Ich hatte diesen Murdoch, den Wahnsinnigen. Fliegen? Aber das pervertiert ja mein ganzes Verständnis für den Kosmos. Wenn das Fliegen sind, dann passt ja nichts mehr zueinander. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Und dann haben wir halt eben, es gab Bandwechsel, weil gibt es ja heute nicht mehr, es wurden auf Bänder aufgenommen und dann wurden die gewechselt, wenn die leer waren. Und dann hat man so 10 Minuten, Viertelstunde Pause gehabt, dann haben wir Skat gespielt. Hab ich von John Wayne! Jetzt sind wir aber nicht wegen des Films hier, sondern wegen des Spiels. Star Wars Battlefront. Das dürfte also nicht so was komplett Neues für Sie sein, aber vielleicht können Sie trotzdem mal kurz den Unterschied erläutern unterschiedlichen Arbeitsweise. Wie ist es beim Film und wie ist es dagegen jetzt hier für so ein Videospiel? Also bei uns beim Film heißt es Take, hier heißt es File.
Und diese Files sind in der Länge in der Regel so wie Takes. Und es gibt eben die Unterschied. Im Film hat man einen Take, der muss eine bestimmte, entweder ist lippensynchron, das gibt es dann auch als File, die lippensynchron sein müssen. Die sind aber relativ wenig. Und die Mehrzahl dieser Files sind frei gestaltbar in der Zeit. Das heißt so quasi, wenn ich halt beim Synchron im Off wäre, also gar nicht zu sehen, nicht im Bild im Hintergrund bin oder eben nicht im Bild bin, habe ich trotzdem eine Zeitvorgabe, weil ja der andere wieder antwortet. Das ist hier beim Lokalisieren anders. Da haben wir also oft Files, da sind wir dann frei in der Zeit. Also wir könnten dann eben nur kurz machen oder könnten stundenlang lachen oder sowas. Also da sind wir frei. Die Macht ist stark! Und soweit der Regisseur eben es so möchte. Gerade als sie so herzhaft gelacht haben, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man das so ein paar Stunden macht oder schreit oder brüllt, in Deckung oder sowas, dass es extrem auf die Stimme geht. Grundsätzlich haben wir ja mal eine Ausbildung gehabt, dass wir also Technik haben. Wir stützen das unten aus dem Bauch ab mit der Stimme. So bei Officer and Gentleman oder was, da gab es dann den Randolph Kronberg, der musste diesen Examinator oder diesen, wie heißt denn dieser Drillmaster. Der Richard Gere und wie auch immer. Und der hat die ganze Zeit nur so zu sprechen. Das wird natürlich jetzt euch wirklich um die Ohren fliegen, tut mir schrecklich leid. Aber wenn du das dann so, sage ich mal, einen Tag lang machst, dann bist du wahrscheinlich nach 6 Stunden fertig. Aber also das ist jetzt nicht Teil Ihrer Rolle? Also, oder wissen Sie überhaupt nicht, wenn nichts. Sie jetzt brüllen müssen? Ich weiß oder? Gar nichts. Sie wissen gar nichts? Gar nichts. Ja, ich weiß, dass ich Luke Skywalker heute in Battlefront... Star Wars Battlefront. So. Battlefront. Ja, okay. Aber Sie kriegen nicht im Vorfeld irgendwie das Skript oder Sie wissen, das und das passiert heute. Ist das irgendwie eine spezielle Situation? Also machen Sie sich im Vorfeld Gedanken drüber oder... Nein, überhaupt nicht. Weil das ist genau eigentlich das, was unseren Job ausmacht. Dass wir spontan und schnell reagieren können auf die Situation. Dass wir brauchen in der Regel eigentlich vom Regisseur eine Anweisung. Also beim Synchron sieht es so aus, du kommst rein, wenn du eine mittelgroße Rolle hast, dann sagt er, du pass auf, du bist ein CIA-Agent, ein bisschen schleimig, ein bisschen arrogant. Ich zeig dir mal die ersten 10 Takes. Dann guckt man sich so 5 Sekunden, 10 Sekunden an, die ersten 4, 5, 6 Sätze im Original, und sagt, ja, okay, weiß ich. Und dann hat man ja immer den O-Ton, man hat ja immer noch die Vorlage. Man hört ja, wie der jetzt gerade spricht, ob der so ein bisschen zynisch ist oder ob er cool ist. Oder das hört man ja alles. Oder ob er sich aufregt. Und das übernehmen wir einfach. Apropos übernehmen, das ist ein gutes Stichwort. Wenn ich mir vorstelle, Sie haben auf der einen Seite zum Beispiel einen Luke Skywalker, den Sie sprechen, oder einen Waylon Smithers aus Simpsons. 2 Figuren, die jeder sehr, sehr gut kennt. Und die natürlich auch extrem unterschiedlich sind. Also probieren Sie sich dann irgendwie an diese Figur, sobald Sie in der Sprecherkabine stehen, ranzutasten? Also sind Sie dann Smithers und wissen ganz genau, wie er spricht und brauchen gar keine Regie? Ja, bei Smithers ist es klar, oder bei Quagmire, bei Family Guy, das ist klar, weil dann hat man seine Rolle mal festgelegt. Bei Quagmire ist ein bisschen, weil der die ganze Zeit immer so spricht, da muss man so ein bisschen, dann sagt, du jetzt bist ein bisschen zu nasal, nimm ein bisschen Nase weg, dann sprich mal ein bisschen mehr so und nicht so in die Nase rein. Also das, Peter, sie zwingt mich zuzusehen. Da kriegt man dann eine Anweisung, aber in der Regel, wenn man normale Menschen spricht, dann gibt es eigentlich keine Probleme. Weil man wird ja auch oft eine Rolle besetzt, die ja, Tim Allen heißt er, glaube ich, das ist das Einzige, wo mich jemand besetzt hat, auf einen Menschen, der, glaube ich, 110 Kilo wiegt. Tim Allen? Der Comedian, genau. Nicht Tim Allen, wie heißt denn der? Na, egal, also jedenfalls... Den kennt man auch aus. Mit Arnold Schwarzenegger hat er irgendwas gemacht. Ich komme noch drauf, wie er heißt. Wenn es nicht Tim Allen ist, der Dicke. Der ist nicht dick. Nee. Egal. Da sieht man es ja wieder, wie ich also weiß, was ich da synchronisiere. Aber der war eben halt schwer. Und da muss man eben die ganze Zeit versuchen, so ein bisschen Körper mitzusprechen, so ein bisschen Volumen oder so. Und das strengt ein bisschen an. Da hat man mich ein bisschen, würde ich mal sagen, fehlbesetzt. Weil das Blöde ist, dann die Leute gucken in irgendeine Datei und sagen, sag mal, du hast den... Ich sage jetzt mal Tim Allen gesprochen, dann kommst du wieder hin, musst ihn wieder sprechen, hast ihn 5, 6, 7 Mal gesprochen und dann wirst du den nicht mehr los, sage ich mal. Ne? Das ist also, kann ja auch passieren. Aber Sie stellen sich natürlich nicht hin und sagen, ey Freunde, ich bin eine Fehlbesetzung. Das machen Sie nee, es ist ja auch dann so ein bisschen auch der sportive Anreiz, kriegst du das jetzt irgendwie gebacken noch. Ne? Ihr könnt mich nicht aufhalten. Es gibt eigentlich ein Geheimnis und das bedeutet, dass man sich auf das, was man macht, konzentriert und voll einlässt. Das heißt also,
wenn es manchmal als Laie da sitzt, dann denkt man an Dinge wie, mein Gott, hoffentlich blamiere ich mich nicht. Was denken die Leute von mir, wenn ich mich jetzt verspreche oder irgendwie sowas. Und diese Gedanken kriegst du eigentlich normalerweise nicht weg. Wenn ich dir zum Beispiel sage, denk jetzt mal nicht an einen blauen Elefanten. Bumm, siehst einen blauen Elefanten. Natürlich. Das heißt also, solange du irgendwie an Ängste denkst oder sowas, kannst du dich nicht auf deine Sache konzentrieren. Aber wenn du sagst, das ist mein Ding, ich mache das jetzt und bist zu 100% drauf, so what, kann nichts passieren. Also im Prinzip ist ein guter Tipp, sich, wenn es einem Spaß zu haben, zum Affen zu machen. Ja, so das machen? Sowieso. Also man muss sich auch irgendwie blöd, meine Frau sagt, du bist sowas von uneitel. Die findet mich so uneitel, weil ich also auch in, ich weiß nicht, in Arbeiterklamotten gehe ich dann schnell was einkaufen und sage, die Leute kennen dich, doch, du kannst das so nicht. Ich sage, wieso, ist mir doch scheißegal. Ja, sehr gesund auf jeden Fall. Ja. Also das Lachen zum Beispiel, das fällt vielen, vielen Leuten vor dem Mikrofon oder vor der Kamera schwer, die irgendwie lachen, also Emotionen zeigen. Und das ist etwas, was wir einfach, da haben wir keine Hemmschwelle. Das ist gesund und richtig so. Wir auch nicht, notgedrungen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie jetzt nicht unbedingt jede Serie oder jeden Film, in dem Sie dann auch vorkommen, Ihre Stimme, sich unbedingt anschauen und teilweise gar nicht mehr ganz genau wissen. Jetzt haben wir natürlich den Fall von einem Videospiel. Jetzt muss ich fragen, die Frage liegt auf der Hand, spielen Sie denn selber Videospiele? Ich habe mal Mahjong gespielt. Aber das werde ich also als Nein. Richtig. Na gut. Ich gehöre zu einer Minderheit, habe ich gerade gelesen. In der Süddeutschen habe ich am Wochenende war ein Bericht, weil in Deutschland ja die Spieler immer noch so ein bisschen so in die Schmuddelecke gestellt werden, so allein im Keller und meistens ungebildet. Stimmt überhaupt nicht. 33% haben mittlere Reife und dann um die 22-25% aufgeteilt in Hauptschulabschluss, Abitur und abgeschlossenes Studium. Also Spielen ist ja, man weiß es ja heute auch, ich lese mal so ein bisschen so halb gebildet, Bild der Wissenschaft und dann weiß man eben auch, dass es die Reaktionsfähigkeit steigert, dass es ist ja auch kein einsamer Job mehr normalerweise in einem Keller, es ist ja auch eine Teamplayer-Geschichte, wo man also auch Teamfähigkeit beweisen muss und so. Also es ist die neue virtuelle Welt, es ist, da kommen wir gar nicht drum rum. Aber Sie verfolgen das jetzt nicht so in dem Sinne? Nein, ich bin mit Computer und so weiter, habe ich mich noch also adaptiert, aber ich bin jetzt nicht so der Online-Freak. Ich gucke auch mal Video auf YouTube oder irgendwie sowas, aber ich gehe lieber Mountainbiken oder Inlineskaten oder mit dem Paddelboot raus oder sowas in die Natur. Also dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mal irgendwann mir von jemandem das zeigen lasse, der das macht und dann sage ich, spiel doch mal, ich guck mal. Ja, das wäre vielleicht auch mal ja. Ganz Ich habe gerade den Trailer gesehen und der ist schon sehr interessant und ist, also die Animation ist ja genial, also das muss ich schon sagen. Und auch mit welcher Detailliebe auch die Sachen, ob das die Kampfmaschinen sind, die X-Flügler oder also was auch immer, die Figuren, sieht toll aus. Wirklich toll. Ja, also Star Wars-Fans flippen jetzt schon völlig aus. Ja. Die freuen sich wie nichts Gutes auf dieses Spiel. Also es darf nicht schlecht werden. Da müssen sie dann jetzt. Es wird nicht. Also das, was ich da unten im Trailer gerade gesehen habe, das war meine Vorbereitung. Ich habe halt, die hat mir gerade den Trailer gezeigt. Sieht genial aus. Genial wird ja dann hoffentlich auch der. Jetzt sind wir wieder beim Kinofilm Star Wars. Da werden sie dann. Gehe ich aber mal aus von wirklich schon im Kino sitzen und das werden sich dann schon den werde ich wahrscheinlich Freunde angucken. Und Familie. Ja, genau. Ja, okay. Also ja. Da ist dann schon ein bisschen Vorfreude. Ich meine, also Star Wars ist ja dann doch mehr als einfach nur ein Film. Ich bin ein Kind. Ich gehe auch gerne rein und gucke mir irgendeinen Film und den natürlich dann besonders gerne an. Ich muss sagen, ich liebe diese drei Filme. Ich habe sie damals gesehen. Da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Gerne, bitte. Und zwar, wir haben diesen ersten Film ja aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ihr wisst es wahrscheinlich, 72, 73 oder noch? Der kam 77 8, raus. 77 kam er raus, haben wir das aufgenommen. Und 77 war ich, 52, 62, 25. Und habe mit meiner damaligen Frau, wir haben uns reingesetzt. Und, also damalige Frau ist ja meine heutige Frau noch. Aber wir waren eben gerade frisch zusammen. Und ich war sehr stolz, weil ich jetzt diesen Blockbuster angeschworen habe. Und dann kam Luke Skywalker das erste Mal ins Bild und sprach Deutsch. Und ich sagte, die haben mich umbesetzt. Die haben mich umbesetzt, das bin ich nicht. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich 14 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, ich kannte meine Stimme aus anderen Sachen, aus anderen Fernsehgeschichten oder so und Kinofilmen. Also es war nicht so, dass ich meine Stimme als solche deswegen nicht erkannt hätte, weil es das erste Mal war. Aber ich war ganz sicher, das war ich nicht. Ganz hohe Stimme da.
Mein Gott. Und dann habe ich hinterher vom Tonmeister, dann habe ich irgendwann mitbekommen von der Musik her, dass ich es dann doch bin. War ich dann doch ein bisschen entspannter wieder. Ich habe dann gehört, dass damals es so war, dass Harrison Ford war ja auch noch relativ jung, also auch Wolfgang Pampel, der ihn damals ja auch gesprochen hat. Und um so ein bisschen so diesen Abenteurer von dem strahlenden jungen Helden abzusetzen, hat man bei mir alle Bässe rausgenommen, bei ihm alle Bässe reingeschoben. Und dadurch klang meine Stimme für mich so fremd, weil ich sonst normalerweise anders geklungen hatte, dachte ich. Also, das war ein Schock. Aber also kurzfristiger. Die Stimme hat sich ja offenbar in der Tat sehr, sehr gut gehalten. Also wenn diese Tricks heute immer noch eingesetzt oder... man kann oder alles ist Mögliche schon machen. Ein bisschen tiefer und reifer und voller geworden. Ich denke, dass sie natürlich voller und reifer geworden ist. Und er ist ja auch älter geworden, Mark Hamill. Insofern müsste sich das decken. Ich denke, dass er vielleicht sogar noch etwas tiefer geworden ist, als ich es heute bin oder geworden bin. Aber wie gesagt, also ich glaube... Entweder man guckt ihn sich im Original an, dann kennt man die alte Stimme und die neue Stimme, das ist dann ein Kontinuum, oder man guckt sich die deutsche Synchronisation an und dann bleibt die Stimme ja auch in der Entwicklung ähnlich oder gleich. Beeinflusst Sie das denn sehr, wie Mark Hamill also damals seine Rolle gesprochen hat und jetzt auch wieder im neuen Film? Ich werde mich natürlich an ihm ausrichten, das ist völlig klar. Also man sagt immer, es ist eigenschöpferisch, naja... Es ist eigentlich nachgesprochen. Aber man muss es natürlich handwerklich können, das Nachsprechen. Insofern ist es wieder eine eigenschöpferische, das ist ein bisschen so ein Graubereich. Wie ist denn, inwiefern klingt der deutsche Luke Skywalker anders als der Original Luke Skywalker? Allein die Sprache, weil Englisch irgendwie anders fließt als Deutsch. Dann, natürlich habe ich eine andere Stimme als Mark. Und... ja, sonst, das wären so die beiden Kriterien, die ich würde sagen, die sich unterscheiden. Okay, aber also rein wie vom, dass man von der Stimme quasi auf irgendwelche charakterlichen Züge schließen kann, würden Sie jetzt sagen, im Fall von Ihnen und Luke Skywalker ist jetzt nicht so extrem? Nee, ich glaube, wir sind ziemlich ähnlich dran. Ich habe ja noch einen anderen, den ich relativ exklusiv spreche, das ist der Richard Thomas, der den John Boy damals in den Wardens gespielt hat, der jetzt auch wieder in The Americans, ein FBI-Chief da macht, wo ich den auch wieder spreche. Und das sind so Leute, die liegen mir vom Charakter, von der Art her. Es sind alles so die Leute mit dem Kind im Auge, die so ein bisschen... ein spielerisches Element haben. Natürlich kann ich auch einen Bankdirektor einen ganz trockenen sprechen, das ist dann beruflich, aber das, was einem liegt, sind so eigentlich mehr der Murdoch. Irgendein Verrückter, der so ein bisschen irgendwas da verrückt macht, das so, das liegt mir am meisten. Ist auch ein schöner Satz, ja. Ja, na gut, dann sind Sie jetzt eigentlich quasi auch schon fast erlöst. Jetzt müssen Sie uns natürlich nochmal für die Kamera hoch und heilig versprechen, dass der nächste Star Wars absolut super wird und wir alle das Kinoerlebnis unseres Lebens haben werden. Der kann eigentlich nicht schlecht werden, weil die Prämisse wohl genial ist, dass sie versucht haben, nicht noch wieder einen draufzusetzen mit irgendwelchen Special Effects, sondern dass sie wirklich versucht haben, was ich gelesen habe, und das sind ja wohl einige Insider, die da schon was gesehen haben oder mitbekommen haben, dass sie wirklich versucht haben, diese drei Teile, den vierten, fünften, sechsten Teil, wirklich in eine echte siebte Folge zu verlagern. Also auch das, dieses Märchen mit rüberzunehmen, dieses menschliche... Und das könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich sich abhebt von irgendwelchen total abgehobenen heutigen Gravity oder was es da alles gibt, die auch gut waren, die Filme, aber wo doch sehr viel von den Special Effects her die Sache lebt. Dafür hat man ja eben dann auch die Spiele, da gibt ja jede Menge Special Effects, aber ich meine, es wird kein Leak darin geben, es wird also auf jeden Fall Special Effects geben, denke ich, hervorragende. Aber ich glaube, es wird nicht die Prämisse sein, sondern ich glaube, dass sie sich wirklich anheften an diese ersten drei Folgen. Also viele Fans freuen sich ja wirklich drauf, weil es im Vorfeld hieß, und man kann es ja auch schon sehen teilweise, dass die Tricks wieder sehr handgemacht sind. Also natürlich wird Computer eingesetzt, wie Sie schon sagen, aber es werden wirklich viele richtige Props gebaut und schon deswegen erhoffen uns alle was. Jetzt müssen wir aber noch ganz kurz, aber wenn Sie es ansprechen, es gibt ja auch nicht nur Star Wars 4, 5, 6 mit Luke Skywalker, sondern auch Star Wars 1, 2, 3. Nur ganz kurz, das ist ja jetzt hier nicht das Thema, aber wie stehen Sie zu denen? Ich habe es gesehen und das war für mich so ein bisschen so. Es sah eigentlich schon eher aus wie ein Computerspiel, fand ich. Also, es war nicht so... Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Interview. Wolf, ich bedanke mich bei Ihnen. Es war sehr schön. Dankeschön. Dank. Es ist unvermeidbar. Wir werden die Zerstörung der Allianz
und das Ende dieser unbedeutenden Rebellion miterleben. Soldaten der Rebellenallianz, dies ist die Stunde der Not. Und ihr seid unsere einzige Hoffnung. Konzentriert euch auf den Kampfläufer. Für die Rebellion! Geht mir aus dem Weg! Schild aktiviert! Dafür werdet ihr bezahlen. Lasst keine Kampfläufer an die Basis ran! Euer Sieg wird nur von kurzer Dauer sein! Jetzt bin ich dran. Weg hier! Alle Wings! Schießt, wie sie sich ergeben! Möge die Macht mit uns sein! Hier endet eure Rebellion. Upp, die Bounty Hunter. Luke Skywalker. Jetzt krieg ich wie Arnold Schwarzenegger nach der Wurmkur.